Ja, meine Leute, Kasim Akboga ist verstorben. Der ist vor die U-Bahn gelaufen. Mein herzliches Beileid. Er trat bei DSDS auf im Jahr 2015 und 2016. Ist aber nie in Recall gekommen, muss man dazu sagen. Ich habe noch eine Coverversion von Ist mir egal gemacht. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Kennt ihr ja den Song? Und dann hat er irgendwie bei der Berliner U-Bahn gearbeitet oder hat er irgendwie ja, den Song nochmal gesungen. Hat er auch Millionen Klicks auf YouTube. Ich weiß nicht, ob er was vom Geld abbekommen hat, wäre natürlich schön gewesen, aber traurig, dass er, ja, er war psychisch krank, kann man sagen. Jedenfalls stand das so in der Bild, habe ich heute gelesen, dass er psychische Probleme hatte. Und aufgrund dessen ist er auch, hat er den Freitod gewählt. Ist natürlich schlimm. Ja, hätte ich auch wirklich nicht gedacht von ihm, weil der war ja eigentlich so ein ganz lockerer, lustiger Dönerfachverkäufer. Dönerfachverkäufer, genau. Döner hat er, im Dönerladen hat er gearbeitet, so stand es auch. Ja, mehr kann ich eigentlich nicht über ihn berichten. Ja, ich finde das ganz lustig, diesen Song, ist mir egal, dass er darauf gekommen ist. Und wenn man jetzt nichts kann, ich meine, er konnte ja nicht so top singen, aber das konnte er wenigstens. Gute Ideen hatte der Mensch.